zusammen und herzlich willkommen zur 440. Folge vom Let's Play OMC 2 Omnibus Simulator mit mir, auch Julian Rieser. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück von der Themenwoche auf der Karte Manningen in der Version 1.1. Diesmal fahren wir den Schnellbus die Linie 113. Sie führt von der Nordspitze Bahnhof nach Manningen ZOB. Fahrzeit dauert zwischen 10 bis 15 Minuten. Unser Fahrzeug ist der MAN NL202EN92 mit der Kröger Plus Matrix. Wir fahren im Meestenhohl Pipet. Gas mit der Stuttgart, wir fahren es auch direkt los. Und ich wünsche euch allen viel Spaß bei der Fahrt und wie immer gute Unterhaltung. Nächster Halt, Elsterplatz. Sehr geehrte Fahrgäste, ich heiße Sie herzlich willkommen von der Schnellbuslinie 113. Sie führen uns von Nordspitze Bahnhof nach Manningen ZOB. Mein Name ist Jürgen Rieser, ich bin heute Ihr geschätzter Busfahrer und werde Sie sicher am Samstag für das morgendliche Manningen begleiten. Falls Sie welche Fragen oder Anregungen haben, können Sie gerne jederzeit zu mir nach vorne kommen. Deswegen schon das Busfahrer wieder zur Verfügung. Vielen Dank. Hi. Hi. Moin. In Moskau ist es genauso warm. Dankeschön. Ja, in Moskau ist es genauso warm. Ich hätte gerne eine Fahrkarte für den Nacht. Ich danke Ihnen, guter Mann. Mach ich doch lieber den Bussound ein bisschen lauter. Guten Morgen. Hallo. Servus und damit. Einmal Schülerkarte. Achso, das war ja was anderes. Servus. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, ihr da draußen geht's allen gut. Mir geht's auch dementsprechend gut, kann ich nicht beklagen. Nächster Halt, Einsteindorf ausbauen. Wir stehen aktuell bei 412 Abonnenten und bei einer Aufrufzahl von knapp an die 129.100. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür für den kostenlosen Support. Morgen. Morgen. Ja, das Kegeltraining war gestern gut gewesen. Ich habe beim Aufnehmen 456 Punkte geschafft. Dann habe ich noch während der 1 Stunde noch die Kegelbahn sauber gemacht. Also ein bisschen durchgefegt und so. Ganzen Dreck und alles entfernt. So gut wie es geht. Nächster Halt. Einsteindorf Markenplatz. Morgen. Morgen. Und ich habe gestern das Duell gegen meinen Cousin gewonnen.
zu 1 in Sätzen. Und 450 für ihn, 475 für mich. Ja, die nächsten Kegel-Videos kommen erst. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, dass dies ein Schnellbus ist. Gehalten wird nur an ausgewählten Stationen. Nächste Halt, Ludwigsbad. Ich freue mich schon auch schon sehr auf diesen Samstag, auf den Bezirksturnier. Da spielen wir ja den klassischen 120er Wurfmodus, den
ihr von mir von früher kennt, von meinen Kegel-Videos. Also mit 15 volle, 15 ab, um dann viermal wechseln. Dann spielen wir ja auch in der normalen Kegel-Saison. Und ich habe gesehen, dass das letzte Amstel 2 Video und die beiden Kegel-Videos noch gar keine Likes von euch bekommen haben. Also die haben 0 Likes. Entweder habt ihr sie noch nicht angeguckt oder vergessen sie zu liken. Großbereich. Jo, danke Ihnen. Wenn man Platz. Also ich habe geguckt, die Schulbuslinie kann man fahren, auch mit Fahrplan. Muss ich mir noch überlegen, mit welchem Bus ich dann fahren werde. Thank you.
Osten. Umsteigemöglichkeit in Richtung Mösendorf, Haterscheid, Preußendorf, Müllhausen und Nippendorf. Dieser Bus endet hier. Bitte alle aussteigen. Also meine Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten dabei sein und fürs Zuschauen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, euch mein Kanal gefällt und ihr auf YouTube angemeldet seid, lasst gerne mir mein kostenloses Abo da. Vergesst die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Lasst auch gerne wie immer einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne Fragen, Wünsche oder sonstiges in die Kommentare, was ihr gerne über mich wissen möchtet. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Fahren wir noch den Schulbus. Und das war unser Bus, unser MAN NL 202 EN 92 Krüger Plus im Mesenhol. Im Mesenhol gepennt. Also, macht's gut, bleibt gesund, baugemäß und bis zum nächsten Mal. Euer Jürgen Rieser. Tschüss. Und schaut auch gerne auf Instagram und Discord vorbei. Links dazu findet ihr wie immer in der Kanalinfo.